Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ja, wir helfen jetzt Captain Hook und Smee die Kiste zur Schädelinsel zu bringen. Und ohne dass uns Peter Pan in die Quere kommt. Speichern können wir gleich. Ich will eben die Kiste aufmachen noch hier. Zack. Link. Speichern. Jawohl. Stufe 18. Jetzt müssen wir Stufe 19 sein. Wenn ich mich nicht irre. Stufe 19. Jawohl. So. Und ich denke mal, dass wir in diese Richtung gehen. Kiste. Sonst sehe ich nichts. Jetzt geht's weiter hier lang. Gut. Get some. Say goodbye. Oh, schon Stufe 20? Ja, leck mich am Arsch, ging das schnell. Genau, say goodbye, Penner. Get some. Ha, verdammt. Muss ich hier lang? Weiß ich nicht. Aber wir leveln hier schön. Oh, jawohl! Feldspalter. Ne, also... Irgendwie gefällt mir die nicht. Die gefällt mir irgendwie nicht, die Kombo. Da gefällt mir Ars Fatalis besser. Say goodbye. Komm, stirb. Haben wir schon wieder fast ein Level ab hier. Bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Glaubt man nämlich nicht. Wir sind falsch, Leute. Wir sind falsch.
Ja, wir müssen mal einmal kurz hier durch, Leute. Entschuldigung. Ich denke mal, wir müssen nämlich da hinten hoch, wo wir auch mit Ventus gegen Captain Hook gekämpft haben. Weg mit dir. Say goodbye. Say goodbye. Zack. Thunder. Fire. Zack. Ich denke mal, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Na komm, her. Und bumm. War ja klar. Sein Pech, dass ich gerade echt gut im Rausch war. Zack. Zack. You're done. Und bam. Ja, seht ihr, da hinten habe ich es auch gesagt. Ich hätte vielleicht speichern sollen, aber egal. Zu den Schädelfelsen, genau hier wollen wir hin. Da komme ich nicht hoch. Gehen wir so rein. Oh. Well done. Pardon me, Captain, but it's about that shooting star I was mentioning to ye. Mr. Smee, I ordered you to drop that. I'll not have you gushing on about some shooting star. But Captain, most shooting stars twinkle for a bit and then they go out. But this one, it kept on sparkling and shining even after it crashed down. Why, what if it's really a big, enormous, priceless gemstone? Idiot! Why didn't you tell me? Hmm?
We've a bit of business to attend to and must, I fear, step away. I trust you can see to things till I return. Sure. When Peter Pan gets here, I'll be waiting. Müssen wir jetzt wirklich Peter Pan verkloppen? That old codfish. Looks like he's found himself a new flunky. I'll fly down and distract him. Men, you move in and nab the treasure. Are you Peter Pan? That's me. The light is not yours to take. Ey, wir müssen echt gegen Peter Pan kämpfen? Alter, nein! Blöde Fliege, weg! You won't stop me. Thunder! Peter, es tut mir leid! Ach komm, flieg noch ein bisschen rum. Peter! Na komm, jetzt warten wir ein bisschen. Aber auch nicht zu lange. Oh Gott. Klingenaura. Ja. What do you want with the light? Light? What light? Look, Pan. We got the chest. No, not yet, you blockheads. Hey. That hurt. Oh, sorry. Wir wurden verarscht. Now what is this? Pirate treasure, of course. Jewels, doubloons, you know, the usual stuff. I've been guarding a pile of loot? Sounds like you've been tricked. I'll say. I owe you an apology. I picked a fight over nothing. Oh, it was all in good fun. Not every day I get to fight such a good swordsman. Say, what's your name anyway? Terra. Right then, Terra. Which way did Hook go? They said something about a shooting star. Shooting star? Tinkerbell must be in danger. Men, guard that treasure with your lives! Aye, aye, sir! You go and get him, Pan! Well, I should be on my way. Zu Peter Pan können wir jetzt einen Dimensionslink herstellen. Oh! Kommandofusion. Können wir irgendwas? Außer mit denen da oben. Blitzra. Nee, hätte ich gerne. Wobei. Blitzra und dann. Blitzsturm, oh geil. Kraftkristall. Perfekt. Immunität, Deckverwaltung. Blitzsturz und Feuerschlag. Perfekt. Status, Kommandostile, Klingenaura. Wenn du bereits einen Kommandostil hast und Feuer, Eis oder Schlag, zum Beispiel Feuerkommandos, also perfekt. Feuer, Eis. Haben wir im Kommandodeck gerade. Ja, tut mir leid, dann muss Minentrapez leider weichen für Eis. Ja, so läuft das jetzt hier. Perfekt. So, wir gehen raus. Treffen wir vielleicht jetzt auf irgendwen, den wir schon kennen? Venidas? Xehanort? Nobody help!
Nein, es kommt noch mal ein Unversehrter. Wahrscheinlich ein Oktopus. Nee, noch nicht, die. Unversed. Stay back. Besiege eine große Anzahl an Unversehrten. Ja, war ja klar. Und Klingaura. Nein, 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 nein! Heal! Yeah, freeze! Want some? Get some! Take that! Boah, ich krieg bei denen, für jeden Einzelnen, den ich töte, krieg ich 5 EP. Hammer, ey! Zack und tot! Fette, das ging ja jetzt. Easy peasy, da haben wir sogar ein Level up gehabt. Hätten sie mich sogar noch weiterkämpfen können, ey. Boy, you sure cut that monster down to size. Hm. Ahoy! How fare ye, lad? Hook! Go hide. Fine. All's well. What's that? Tinkerbell, one of Peter Pan's dearest friends. Can I take a look? So long as I have his precious pixie, Pan's demise is all but assured. What's the meaning of this? You know, I didn't give it that much thought. Just doing what my heart tells me. That's mutiny! And you'll walk the plank for it. Tuck, 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 tuck. Ja, das Krokodil. Hooray! We sure showed Hook this time. Every star up there is another world. Huh? Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. In other words, they're just like you, Ven. What does that mean? You'll find out someday, I'm sure. I want to know now. For the pirate treasures. Hmm. Did you guys really want the jewels and gold that badly? Hmm? Nah, we don't care about that stuff. But Pan was counting on us. I'll tell you what. Put the stuff that's really special to you in there. That can be your treasure. Yeah! Real swell idea. Thanks! Kind of makes me wonder what I'd put in there. Feenblüte und fertig. This light, it's so warm.
Leute, wir machen hier einen kleinen Cut, weil ich jetzt genau weiß, dass es jetzt ein bisschen länger wird, weil nach dem Nimmerland kam das Ende und soweit ich weiß, können wir uns noch daran erinnern, dass wir, als wir mit Ventus Master Iricus ansprechen wollten, Terra gegen ihn gekämpft hat. Das heißt, es kann jetzt noch wirklich lange dauern, bis wir zu einem Cut kommen. Deswegen würde ich sagen, danke ich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr es weiter wissen wollt. Oder vielleicht heute Abend. Ich weiß nicht mehr, wie es aussieht. Ich habe den kompletten Überblick darüber verloren, aber ich würde sagen, haut da rein und ciao, ciao!